Jochen Huber, Fraktionsvorsitzender, hier Kreisvorsitzender Waldeck Frankenberg und relativ früh den Hut in den Ring geworfen für den Bundestag. Ja. Und dann kommt Christian Lindner und sagt, wollen wir aber nicht mehr in der Ampel tätig sein. Was denkt man da im ersten Moment? Naja, man denkt vor allem, dass es ein Stück weit eine Anbahnung gegeben hat, durchaus. Die Kommunikation lief immer schlechter, das ist auch nach außen sichtbar geworden. Und dann kam das Schlagwort vom Herbst der Entscheidungen. Dann kam das Papier von Robert Habeck, in dem seine Wirtschaftspolitik er dargelegt hat und im Prinzip diese Subventionen und Schulden gefordert hat. Und darauf musste es eine Reaktion geben. Und die hat dann eben Christian Lindner vorgelegt und hat gesagt, naja, wenn Robert Habeck die rein grüne Herangehensweise an die Wirtschaftspolitik aufschreibt, dann schreibt er eben die rein gelbe Herangehensweise an Wirtschaftspolitik auf. Ja, jetzt muss man mal ehrlicherweise natürlich sagen, das bröckelt ja schon seit mindestens April 23. Also das ist ja nicht etwas, was jetzt von jetzt auf Stutz gekommen ist. Und die Haushaltsklatsche durch das Bundesverfassungsgericht, CDU-Klage übrigens, hat ja auch nicht gerade zur Erheiterung des Finanzministers beigetragen. Das heißt, es hätte natürlich einen anderen Haushalt geben können. Die Verfassung gibt eine Notsituation her, die Wirtschaft geht runter und auch was rundherum passiert. Die Ampel war aber von vornherein nicht geliebt von der FDP. Von vornherein sehe ich nicht so. Es gab einen Staat, der vielen Hoffnung gemacht hat. Da hat auch die Kommunikation eine Zeit lang funktioniert. Das kann man schon noch mal, wenn man sich es genau anschaut, rekapitulieren. Aber was gesagt wurde, sollte man schon noch mal ein bisschen auseinanderdröseln. Also diese Kommunikationsprobleme, die gab es schon länger. Aber die grundlegend unterschiedlichen Auffassungen darüber, wie wir aus dieser Wirtschaftskrise rauskommen, das ist erst dieses Jahr entstanden. Und das ist sozusagen eskaliert in diesem Streit, den wir jetzt letzte Woche dann eben erlebt haben. Jetzt war das natürlich, was durch die Medien ging, von zwei Personen sehr persönlich. Der eine hat Schlamm geworfen, der andere hat zurückgeworfen, hin und her und mimimi und bin ich nicht und will ich nicht. Kommt natürlich beim Wähler überhaupt nicht gut an. Nö, natürlich nicht. Koalition sind Zweckpartnerschaften und die funktionieren nicht immer. Ja. Kompromisse funktionieren eben auch nicht immer. Dann sollte man sich zumindest sauber trennen. Das war halt nicht so. Jetzt haben wir die Situation, wir haben keinen Haushalt in der Bundesrepublik. Und wir werden auch vor Mitte 25 keinen kriegen. Ja. Und wir haben auch keinen Nachtragshaushalt 23. Das wird auch ein Problem der neuen Regierung sein, wenn denn mal neu gewählt wird. Hätte da vielleicht nicht ein bisschen, ich sag mal, Staatsverantwortung sein müssen, um noch zumindest einen Haushalt durchzubringen? Also zunächst mal werden ja die angefangenen und beschlossenen Projekte so oder so fortgeführt. Also wir haben ja nicht dieses Prinzip wie in den USA, es gibt keinen Haushalt, also wird alles abgeriegelt und alle Ausgaben gestoppt. Das haben wir ja nicht. Also es wird durchaus weitergeführt, dass ein Haushalt zustande kommt. Das wollten wir auch, ja. Aber wenn wir dann wieder den Fehler gemacht hätten, es wurde ja eben schon angesprochen, diese 60 Milliarden wurden ja mal kassiert. Ne? Das war auch schon von der Konstruktion her fragwürdig. Und wir hätten uns jetzt wieder darauf einlassen müssen, und wurden wieder dazu genötigt, die Schuldenbremse zu umgehen, einen Notstand irgendwie herbeizu argumentieren und wären wieder in die Gefahr gelaufen, dass er dann ein paar Monate später kassiert wird. Und das, wo landet das wieder? Beim Finanzminister, so wie damals auch schon. Und dass er das natürlich verhindern will, dass das ein zweites Mal passiert, kann ich nachvollziehen. Nun, es ist ja nicht das erste Mal, dass die Wirtschaft in Deutschland schwächelt. Das kam immer mal wieder vor. Und immer hat der Staat dann durch Investitionen Geld in die Wirtschaft gepumpt. Das geht im Moment ja nicht oder das ging nicht durch die Schuldenbremse. Hätte man da die Schuldenbremse rechtzeitig reformieren müssen? Nein, ich bleibe dabei, dass ich das Festhalten an der Schuldenbremse richtig finde. Und ich finde es auch geradezu absurd, über diese Aussetzung der Schuldenbremse zu so einer vermeintlich entscheidenden Moment, Frage zu machen. Nicht Aussetzung, sondern reformieren, dass man sagt, im gewissen Maße ein atmendes System, weil es sind ja Investitionen, es sind ja
ja quasi keine richtigen Schulden, sondern es soll ja irgendwann Return on Invest kommen. Ja, trotzdem möchte ich es aber auch mal ins Gesamtverhältnis stehen. Der Staat hat das erste Mal über 1 Billion Steuereinnahmen. Wir machen bereits Schulden von 50 Milliarden und das soll alles nicht reichen? Also da fehlt mir irgendwo so die Verhältnismäßigkeit. In so einer Phase jetzt, wo solche Zahlen ja da liegen, so zu tun, als hätte der Staat ein selbstgemachtes Einnahmeproblem, finde ich falsch. Der Staat hat ein Ausgabeproblem. Da muss rangegangen werden. Und diese grundsätzlichen Philosophien, die sind auch die Unterschiede dann gewesen zwischen der Wirtschaftspolitik des Wirtschaftsministers und der des Finanzministers. Und deswegen muss das beendet werden. Nun steht die FDP in Umfragen nicht gerade glänzend da. Umfragen verlieren keine Wahl und gewinnen keine Wahl. So ist es. Aber es könnte knapp werden. Ist das auch eine Chance für die FDP, sich grundlegend zu erneuern? Ja, natürlich. Deswegen zum Beispiel fordern wir auch ganz konkret jetzt hier aus dem Kreisverband Waldeck-Frankenberg und auch gemeinsam mit dem Kreisverband Fulda beim Landesparteitag zum Beispiel in 2 Wochen die Erarbeitung eines neuen Grundsatzprogramms für die FDP. Natürlich muss ein neues Grundsatzprogramm her, in dem diese Punkte dann auch reingeschrieben werden. Wie wollen wir zukünftig mit solchen Fragen umgehen? Das ist ja nicht die einzige Frage, wo es strittig war und auch wo die Kommunikation auch nicht wirklich lief. Aber das nur mal so als ein Beispiel, als Ausblick in die Zukunft. Natürlich brauchen wir ein neues Grundsatzprogramm. Ansonsten eine Chance für uns ist es auch, jetzt im Wahlkampf eben genau an diesem Punkt auch mal darzulegen, was wollen wir denn eigentlich? Ich meine, wenn der Rauch dieser ganzen B- und Empfindlichkeiten mal verflogen ist und alles ausdiskutiert ist, wer jetzt schuld war und so weiter, dann wird es ja auch endlich wieder um Sachfragen gehen. Und eine dieser Sachfragen, die Menschen im Land sich stellen werden, da bin ich absolut überzeugt von, ist, wer hat welche Lösungsvorschläge für die wirtschaftlich schlechte Lage, in der wir uns befinden. Und da hoffe ich sehr drauf, dass wir als FDP das in der Lage sein werden, uns in die Lage versetzen werden, das vernünftig erklären zu können. Und du bist optimistisch, dass die FDP wieder in den Bundestag einzieht? Absolut. Ich bin allerdings, muss ich einschränken, dazu sagen, immer optimistisch. Jochen Rube, vielen Dank. Danke.